Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind in der Fergana-Mine fertig. Wir haben Milas Beine mehr oder weniger kuriert. Obwohl sie immer noch nicht mit uns kämpfen kann. Und ja, uns hält hier nichts mehr. Wir gehen wieder zurück zu, wir gehen wieder zurück nach Lorenda. Lorendo, Lorent, was weiß ich. Ich glaube, die beiden. Ja, die waren kurz vorm Level-Up. Hahaha. Oh, geil. Was sehe ich denn da? Na, Schnucki, was machst du denn hier? Zitronengummi. So. Ne, ich habe jetzt. Warum ich gerade so still war, ich habe jetzt gerade nachgedacht. Na, soll ich vielleicht noch einen Kampf machen oder soll ich Truhen noch einsammeln? Ich habe jetzt, glaube ich, genug Geld, oder? Also, ich glaube, ich hatte irgendwas mit 26.000 nach dem Bosskampf gegen den großen bösen Wurm. Also das wird auf jeden Fall für ein bisschen Ausrüstung reicht. Boah, was ist denn heute los? Hier noch nicht mal 5 Minuten auf und ich verspreche mich hier so oft. Das ist auch peinlich. Warte, du, komm her. Da, das macht er direkt schon wieder. Zack. Alles gemacht. Oh, Jude, was ist mit dir los? Oh. Nein, nicht kaputt machen. Ja, geil. Oh, cool. Ah, nämlich. Okay. Na, ah, jetzt wird hier verdammte. Egal. Verdammte Gericht wird hier. Oh, noch mehr Geld. Apropos. Jetzt haben wir 26.000. Gut. Den habe ich ja gut vorausgesehen. Nein. Komm schon, ein Level ab, das kriegen wir doch noch. Frisch wieder mit dem Kampf anfangen. Ist ja nicht so, als hätten wir davon schon genug in diesem Let's Play. Zack. Verdammt, keine TP. Nee, AZ meine ich. Zack. Boah. Ich schaffe es einfach nicht auszuweichen. Ich krieg's einfach nicht hin. Aber wie gut sie immer in der Luft bleibt, das ist gut. Gute Sachen sind gut. Feinschmecker. Ah, okay. Wegen Kochen. Und Laurent ist, glaube ich, schon direkt da. Hui. Hallo. Oh, Mann, ich hoffe wirklich, kommen irgendwann fliegende Gegner. So wie dieser eine Schmetterling, Motte, Boss, was weiß ich. Das Ding hat mich so oft fertig gemacht hat. Oh nee, nicht schon wieder. Du, komm her. Komm her, oh. Komm her, oh. Oh. Nein. Einfach kaputt, danke. Ja, ich hoffe, jetzt kommen wieder so fliegende Gegner wie diese Motte. Boss, Schmetterling, was weiß ich, Viech. Nur in kleineren Ausmaß, bitte. Also auf den Boss hätte ich dann doch nicht so wirklich Bock drauf. Boah, ich treffe niemanden. Aua, aua. Oh, geil. Hey. Noch mal hier. Das ist geiler. Und Level up. Jawohl. Naja. Mach mal. Gut, was haben wir denn hier? Ach, das hier müssen wir. Okay. Da bei ihr das Schlüsselding ist, dann werde ich das auch bei ihr ausrüsten. TT, das steht für Abwehr. FP. Sie hat eine Menge FP, fällt mir irgendwie auf. Ja, soll ich doch. Ey, die hat hier locker alles ausgerüstet, wie geil. Soll ich Jude auch noch auf? Nee, komm. Gehen wir einfach weiter. Nach Laurent. Sag mal, was jetzt?
you're awake. Thank goodness. Jude. Are you okay? Is anything broken? You went to the mine, didn't you? Why didn't you tell us? I'm sorry, Mom. Jude! Honey, don't! Und das habe ich gewusst. Ich habe nur mit einem Faustschlag gerechnet. Ich habe alles, was ich konnte, um zu helfen. Ich habe versucht, unlike you, Dad. Why, you little? Please don't be so hard on him. He did well accomplishing his task. You're on your feet. Thanks to Klar, Professor Doktor. Try not to overdo it now. Hurry up and get back into the chair. Right. Darling. Leia, take her to the clinic at once. Yes, doctor. Nein, er mag zwar wie ein Professor Doktor aussehen, aber er ist nicht ein wahrer Professor Doktor wie Jude. Right. Sorry to be a burden, Leia. Hey, no worries. That's my job. Jude, are you okay? Yeah, I'm fine. Na gut. Ja, aber zuerst gehen wir einkaufen. Prioritäten, Leute, Prioritäten. Ich muss auch an die Zukunft denken. Also dann weiß ich gar nicht mehr, wo die Klinik war. Okay, dann war sie irgendwo da. Ja. Na gut, was kaufen wir denn hier wieder Schönes? Ich weiß noch nicht mal. Zubehörladen will ich gar nicht. Waffenladen will ich auch nicht. Ich möchte Rüstungsladen. Einfach so. Und wir investieren wieder alles rein, was wir investieren können. Ein Degen, cool, cool. Ach, ist das ein Spaß. Also für euch nicht, aber für mich auch nicht. Aber er muss ja halt gemacht werden. Sonst sind wir voll am Rumloben. Und ich mache mir nicht mehr Mühe. Ich mache mir schon lange nicht mehr Mühe vorzulesen, was wir da überhaupt bekommen. So, guck ich das an. Schön. Schmackal, was? Warte mal. Egal. Insekten, ja. Wir investieren in Insekten für Lebensmittel. Sicher. Und zack. Weil ich setze die Dinger sowieso auch immer öfter ein. Also werden wir die. Oh, was? Wie viele Dinger haben wir denn hier? What the? Das gibt 2 Punkte. Was ist das denn? Eisenkamaschen. Was? Egal. Wir holen uns. Sie kann auch diese fetten Dinger anziehen. Geil. Da ist schon die zweite. Na gut, was haben wir denn? Überspringen wir mal wieder ganz viele Dinger. Ja. wie viel kann ich mir? Ich kann mir voll viel auf. Okay. Jude, du bekommst das. Oder Leia. Super. Und ach ja, ich kann ja nur für die beiden erstmal kaufen. Cowboy Hut. Ach nee, du hast Helm auf, ne? So ein Doodle hier hätten. Den kann Leia aber nicht anziehen. Was hat sie überhaupt ausgerüstet für Kopfbedeckungen? Ah, Reife, okay. Dann setzen wir den Trend doch fort. Wow. Hey. Ist auch Tales of Great Seth, die Turtles? Okay, ja super, danke. Sind wahrscheinlich die Dinger, die ich gerade gekauft habe, schon wieder billiger geworden. So, nein, nicht 2. Und wir überspringen mal. Ne, wir überspringen gar nichts. Okay, Jude bekommt wieder
neue Fäuste und sie bekommt eine neue Hähnchenkeule. Tut mir leid, aber das Zeichen sieht sowas von nach einer Hähnchenkeule aus. Und ich kann nichts Neues kaufen. Cool. So, dann kaufen wir uns ein paar Zubehörsachen, glaube ich. Weiß ich nicht. Erhöht die kritische Trefferquote. Machtring, Stärke, bla 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 bla. Nö. Aber wir holen uns Gerichte. Oder? Nee, anscheinend nicht. Weil ja nirgendwo so ein verdammter Shop ist. Ach, die Dinger können wir uns jetzt kaufen. Ist das so gedacht? Obwohl, warte. Ist irgendwo so ein Lebensmittelladen? Hallo? Ich will doch was essen. Da. Da ist ein Imbiss. Ich brauche wieder diese Erfahrungs- und Geldsachen. Weil bis jetzt hat mein Geld gerade so für zwei Leute gereicht. Das ist nicht gut. Ach ja, wir haben ja auch die... Leia, Jude, bleib sofort stehen und sag mir, was alles in der Welt das werden soll. Ich will ja rein. Haha. Das soll das werden. Okay, dann kaufen wir uns hier mal wieder... Boah, es hat jetzt billig geworden. Die ganzen Geld-Bonus-Dinger. Erfahrung brauche ich nicht. Wo ist es denn nochmal? Nicht hier. Was muss ich denn nochmal holen, um Geld zu bekommen? Da war doch irgendwo hier, oder? Ja. Boah, das haben wir nur für... Boah. So. Und wir haben kein Geld. So, jetzt müsste ich mal gucken. Ne, warte mal, du warst irgendwo hier. Wo ich dein... na, was muss ich dir nochmal geben? Wie ist das Kackding denn nochmal? Quarzklotz, genau. Hahaha, Bob nicht klug. Wo bist du? Nicht hier. Hier. Haha, fast richtig. Was für ein exquisites Exemplar. Das ist eine ausgezeichnete Ergänzung für meine Sammlung. Oh, schön Material. Wie sehr ich euch liebe. Okay. Und wir haben eine Streberbrille bekommen. Mehr nicht. Boah. Ich wusste es. So, er tritt als Professor Doktor. Oh geil, wir haben 4200 Gold. Yeah. Yeah. Boah, bin ich glücklich. Kaufen uns direkt was. Ist das Gericht eigentlich schon wieder abgeklungen? Jo. Dann ballern wir uns noch schnell was für den nächsten Part rein. Wir müssen erstmal das hier. Kann ich direkt neu holen. So, Tofu-Dinger waren das hier. Nee, nicht Tofu-Cracker. Oder? Schon wieder vergessen. Oh! Hier, nee. Hier unten. Boah, ist das billig. Direkt das Schnäppchen holen. Fünf Kämpfe. Und wieder hier. Und zack. So. Mal wieder was zu essen. Ich will aber nicht verhungern. Aber. Oder war noch irgendwas, was ich... Habe ich noch irgendeine Quest angenommen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Fortsetzung voll. Fortsetzung voll. 40 Elefantenfedern. Oder stand das jetzt da? Na egal. Mehr konnten wir im Moment nicht schaffen. Aber wie der Plot fortgesetzt wird, sehen wir im nächsten Part. Mein Name ist Danilo LP. Und ich verabschiede mich. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!